wirtschaftsfreundliche Politik, die sich zu wenig um soziale und ökologische Probleme kümmert. Der Deutsche Journalistenverband hat das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Abhörpraxis des Bundesnachrichtendienstes begrüßt. Es sei ein Sieg für die Pressefreiheit auf ganzer Linie, erklärte der DJV-Bundesvorsitzende überall in Berlin. Das Verfassungsgericht hatte die bestehenden gesetzlichen Regelungen zur Überwachung der Kommunikation von Ausländern im Ausland gerügt, weil sie gegen das Fernmeldegeheimnis und die Pressefreiheit verstoßen. Sie gaben damit einer Beschwerde der Menschenrechtsorganisation Reporter ohne Grenzen und mehrerer ausländischer Journalisten statt, die die Überwachung ohne einen konkreten Verdacht angeprangert hatten. Das BND-Gesetz muss nun bis Ende 2021 neu gestaltet werden. Überall mahnte den Gesetzgeber, die Regelungen verfassungskonform zu gestalten. Ein Geheimdienst, der die Demokratie schützen solle, dürfe nicht wichtige demokratische Grundwerte mit Füßen treten. Afghanische Streitkräfte haben einen Angriff der radikal-islamischen Taliban auf Kunduz abgewehrt. Mit Unterstützung aus der Luft seien die Taliban nach mehrstündigen Gefechten zurückgeschlagen worden, teilte das Verteidigungsministerium in Kabul mit. Bei den nächtlichen Angriffen wurden nach Angaben des Verteidigungsministeriums 40 Taliban-Kämpfer getötet, 50 weitere seien verletzt worden. Ein Armeesprecher vor Ort berichtete von einem getöteten und drei verletzten Soldaten der Regierungstruppen. Die Stadt im Norden Afghanistans war in der Vergangenheit bereits zweimal vorübergehend an Islamisten gefallen. Die USA und die Taliban haben Ende Februar ein Abkommen unterzeichnet, das den Weg für einen dauerhaften Frieden in Afghanistan ebnen soll. Nach mehreren Anschlägen mit vielen Toten droht der Friedensprozess aber zu scheitern. Das Wetter. Im Norden bewölkt mit etwas Regen, in der Mitte und im Süden sonnig. Höchstwerte im Norden 14 bis 20, sonst 21 bis 27 Grad. Morgen vom Nordwesten über die Mitte bis in den Südosten wolkig, im Rest des Landes sonnig. Im Norden und Osten erneut 14 bis 20 Grad, im Westen und Süden 21 bis 27 Grad. Die weiteren Aussichten. Am Donnerstag überwiegend sonnig, Temperaturen von 17 Grad in Vorpommern bis 30 Grad in Kulina. Das waren die Nachrichten. Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Führt künstliche Intelligenz in der Medizin zu besseren Diagnosen? Eine Antwort liefert heute unser Sachbuchtitel Auslesekompakt. Davor zeigen wir Ihnen, wie man kosmischen Staub mit einer Mikrowelle herstellen kann und stellen Forscher in Oldenburg vor, die selbstfahrenden Autos das Hören beibringen wollen. Am Mikrofon der Sendung heute. Im Alltag ganz staub eher lästig, aber für die Astrophysik dagegen ist er ein wichtiges Forschungsobjekt, denn Staub von Sternen etwa ist das entscheidende Baumaterial für Planeten. Thank you.
Ja, aber nur selbstgebaut. Ja, genau. Ja, das ist letztendlich selbstgebaut alles. Und ohne die Gummisäcke, glaube ich. Das ist was Spezielles. Thank you.
Wir waren extrem überrascht, auf DNA von praktisch jedem einzelnen Organismus ins Ökosystem zu stoßen. Von Tieren, Bakterien, Pflanzen, Pilzen, Tieren. In den Filtern fanden wir sogar genetische Spuren von Darmparasiten aus Säugetieren. Auch in Schweden ist das Insektensterben ein Thema. Deswegen konzentrieren sich die Forscher zunächst auf die Umwelt-DNA dieser Tiere. In general, I would say that like most types of insects. Thank you.